sportfrei, meine lieben kleinen und großen Sportfreunde in nah und fern. Seid alle miteinander recht herzlich gegrüßt. Ihr hier an den Elbwiesen und ihr zu Hause an den Bildschirmen. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Meldet sich heute aus der Stadt des 7. Pioniertreffens. Ja, und zigtausend Mädchen und Jungen haben in den letzten Tagen in Dresden erlebnisreiche Stunden verlebt und werden nun in wenigen Augenblicken die Heimreise antreten. Ja, und ich darf euch sagen, meine lieben kleinen und großen Sportfreunde, hier ist eine hervorragende Stimmung und die möchte ich gleich einmal ausnutzen, um vielleicht mit euren Tüchern winkend alle Freunde zu Hause zu grüßen, damit auch alle Muttis und Vatis zu sagen, ihr seid gesund und munter. Ja, wir grüßen auch alle Omas und Opas und die Geschwister ganz, ganz herzlich. Wir wollen auch Grüße hinausschicken, überall in unser Land, mit diesen Tauben. Friedenstauben steigen in den Himmel und wie zur Eröffnung dieses herrlichen Festes, so künden sie auch am Abschlusstag noch einmal vom Hauptanliegen der Jungen und Mädchen, im Frieden aufzuwachsen, zu lernen, bei Sport und Spiel fröhlich zu sein. Ja, ein Dankeschön an dieser Stelle natürlich auch allen Taubenzüchtern. Sport ist natürlich gleich ein Stichwort für mich. Es gab ja in diesen Tagen des Pioniertreffens in und um Dresden zahlreiche große und kleine Sportveranstaltungen. Heute also von hier, von den Elbwiesen, eine Pioniertreffen-Extra-Ausgabe unserer, eurer Sendereihe. Mach mit, mach's nach, mach's besser! Wir laden euch heute alle ein. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Soll wieder unser Motto sein. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Alle Freunde, seht's euch nicht nur an, macht euch zum Start bereit. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Streckt euch an, es ist soweit. Ja, mit dabei bei unserer Pioniertreffen-Ferienmach-Mitsendung zwei sportliche Mannschaften. Wir begrüßen sehr herzlich die Mädchen und Jungen aus Zittau. Auf der anderen Seite ebenfalls startklar die Mädchen und Jungen aus Dresden-Radebeul. Ja, der Riesenbeifall natürlich für die Gastgeber und die Dresdner waren hier hervorragende Gastgeber. Wir wollen beide Mannschaften begrüßen mit unserem Sportgruß, mit einem kräftigen, dreifachen Sport. Sport! Frei! Sport! Frei! Ja, liebe Freunde, seit vielen Monaten habt ihr euch ja auf euer Pioniertreffen gefreut. In den Gruppen und Freundschaften haben alle Pioniere mit guten Taten das 7. vorbereitet. Auch in der Eigenfinanzierung habt ihr Hervorragendes geleistet. Mark für Mark wurde gesammelt und auf das Pionierkonto überwiesen. Achtung, Mannschaften, Start frei für den ersten Wettbewerb und der heißt Pionierkonto. Und diese Jungen und Mädchen wollen das Pionierkonto noch um einige Groschen bereichern. Zu dem Sammelergebnis kommen also nun die guten Ergebnisse bei Sport und Spiel hier zum Abschluss dieses schönen großen Festes. Zwei Mannschaften aus den Pionierdelegationen von Zittau und Radebeul haben sich hier bereit gefunden, uns zu unterstützen, sind dabei im gestreiften Dress in Führung die Radebeuler. Und im Vordergrund jetzt mit Katrin, Agnes, mit Marco, André und Jens auf der Strecke. Das sind die Pioniere aus Zittau. Da hinten ist gewissermaßen die Sparbüchse, das Pionierkonto. Da werden die Groschen abgelegt. Da warten bereits die nächsten 6 Teilnehmer, sind in diesem ersten Wettbewerb. Und der 3. Groschen rollt. Und ihr seht schon, nach Mach mit, Mach nach, Mach's besser Art geht es ein bisschen kompliziert zu. Da werden Slalomhütchen eingebaut, da muss über einen Hügel gegangen werden und der Wind tut das Seinige. Er bläst ein bisschen von der Seite und da haben es die Mädchen und Jungen schwer, den immerhin nah so 40, 50 Zentimeter Durchmesser betragenden Groschen festzuhalten.
Drei von den Zehnern sind bereits abgelegt. Der vierte ist auf der Strecke. Von Annette und Annegret gerollt. Dann geht es zurück zum Wechseln. Noch zweimal muss gewechselt werden. Und dann ist der erste Wettbewerb dieser Sonderausgabe von Mach mit, mach's nach, mach's besser anlässlich des 7. Pioniertreffens zu Ende. So, nun haben die Radebeuler wieder aufgeholt und das gibt sofort Stimmung hier im weiten Rund. Ich habe nicht gezählt, wie viele Zuschauer da sind, aber es mögen so 2.000, 3.000 sein, die hier auf der Treppe gegenüber der Brühlschen Terrasse Platz genommen haben und ihren Beifall spenden. Aktive Pioniere, Freundschaftsratsvorsitzende, Gruppenratsvorsitzende und so weiter, die hier schöne Tage und erlebnisreiche Stunden hatten. Und da kommt auch die erste Wertung. Beide Mannschaften haben offensichtlich gut gesammelt, Zittau ein bisschen schneller, aber wegen eines Frühstartes können wir nur einen Punkt vergeben. Es steht nach dem ersten Wettbewerb 1:0 für Zittau. Na, wie sehe ich mit dieser Mütze aus? Was sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ja. Gegen die Sonne, gegen den Regen, absolut regenundurchlässig, nicht wahr? Tropffest. Habe ich gestern beim Freundschaftstreffen von einem sowjetischen Pionier geschenkt bekommen. Ja, wir haben natürlich unsere Adressen ausgetauscht, werden in Briefverbindung treten. Was? So, naja, gut, alles klar mit dieser Mütze und damit auch startfrei für unseren nächsten Wettbewerb. Ich sage nur Spasiba, Dankeschön, Oleg aus Leningrad. Achtung, Kasatschok, los geht's! Ja, die Mädchen im Durchgang der Mädchen waren die Kasachok-Tänzerinnen aus beiden Mannschaften sehr gut. 2 Punkte erhalten beide Mannschaften. Und auch bei den Jungen gibt es ein Unentschieden. Alle 4 Jungen schafften es, den Kasachok durchzuhalten. 2:2 in diesem Wettbewerb. Gesamtstand nach dem zweiten Wettbewerb. Für Zittau 5 Punkte und für Radebeul 4 Punkte. Naja, also mit dem Schwung des 7. Pioniertreffens und mit dem neuen Pionierauftrag geht es in 10 Tagen wieder mit Volldampf hinein ins neue Schuljahr. Ordnung und Sauberkeit werden natürlich auch im neuen Schuljahr ganz groß geschrieben. Bitte? Nein, nicht was ihr denkt hier. Also diesen Becher haben wir gerade noch auch für unseren nächsten Wettbewerb gebraucht. Dass das, was ihr hier auf der Strecke seht, ein drastisches Beispiel ist, dass es bei euch zu Hause nicht so aussieht. Aber sollte es einmal so aussehen, dann greifen natürlich die Pioniere ein. Und das haben wir in einen Wettbewerb gefasst. Und Annette und Susanne sind als Erste mit dem Eimer unterwegs, um Ordnung zu schaffen. Katrin und Antje sind die Nächsten. Dann warten noch Carsten und Timo. Also, Eimer aufsammeln, in die Mülltonne. Zumachen, zurück, kleiner Vorsprung für Zittau, für Katrin. Und nun die letzten beiden, Carsten und Timo, gleich auf. Da sind noch 1, 2, 3 Büchsen, eine Plastikflasche. Deckel auf, zack, hinein, Deckel zu. Vorsprung für Radebeul, Beifall steigt. Und da ist auch der nächste Wettbewerb zu Ende.
Schneller und ordentlicher im Wettbewerb Nummer 3 war die Mannschaft aus Radebeul. Gesamtstand, die Führung wechselt und Radebeul führt jetzt mit 6:5 Punkten. Ja, liebe Freunde, beim Punktestand von 6:5, also für Radebeul nach den ersten drei Wettbewerben, kleine Verschnaufpause für beide Mannschaften. Sportlich soll es aber bei uns auch gleich weitergehen. Wir erleben jetzt eine junge Artistengruppe vom Gaskombinat Schwarze Pumpe und sie zeigen uns eine Leiterdarbietung. Und ich kann euch sagen, die Übung, die wir gleich sehen werden, haben sich die jungen Artisten extra zum 7. Pioniertreffen einfallen lassen. Sehen wir es uns an. Start frei! Thank you.
Wir bedanken uns bei unseren Artisten mit einem 7, 8, 9, 10. Klasse! Große Klasse, ein großes Dankeschön. So, wer möchte denn ein Fass Brause? Fassbrause, meinte ich. Fassbrause. Ich würde sagen, Tatütata, der Mann mit der Limo ist da. Nein, nein, ihr erstmal nicht, denn unsere beiden Mannschaften haben sich ja jetzt erst einmal eine kleine Erfrischung verdient. Tja, und da sind die lustigen und sportlichen Brausetransporter schon unterwegs. Radebeul ist besser vom Start weggekommen, aber nun sehen wir den Zittauer. Das müsste der Sven sein, während Alexander bereits an die Serviererin Fräulein Elke seine Becher abgegeben hat. Drei Durchgänge wird es geben. Im ersten müssen 4 Becher transportiert werden. Im ersten Durchgang Sieg für Radebeul. Nun wird es gleich schwieriger werden. 8 Becher auf dem Tablett. Marco und Thomas. Korrektur noch durch die Mannschaftskameraden und die Helfer. Und dann geht's auf die Strecke, wie immer nach unserer Art, ein bisschen sportlich mit Schwierigkeiten gespickt. Und wieder ist Radebeul schon aus dem Bild, das heißt also schon am Serviertisch angekommen. Auch die 8 Becher sind transportiert, gerade zurück. Und wir erwarten wieder die Wertung. Auch im zweiten Durchgang geht der Punkt an Radebeul. Dritter und letzter Durchgang, Carsten und Heiko. Und um die Serviererin auch nochmal vorzustellen, Simone für Zittau und Elke für Radebeul stehen am Ende der Strecke. Aber die machen es geschickt jetzt mit 12 Bechern, 12 Becher über diese Strecke. Beide gut, aber Radebeul wieder etwas besser. Im dritten Durchgang gab es noch einmal einen Sieg für Radebeul. Und zusätzlich zu diesen 3 Gewinnpunkten in den einzelnen Durchgängen erhält die Mannschaft einen Zusatzpunkt für die am besten aufgestellten Limobecher. Gesamtstand mit dem Brausetransport hat Zittau ein bisschen Pech gehabt. Es steht jetzt 10-5 für Radebeul. Ja, danke schön. Helle Köpfe sind nun hier bei uns gefragt und damit kommen wir auch gleich zur Wissensrunde. Schnell und hell. Unsere Wissensrunde besteht aus 3 Fragen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Bedenkzeit sind 5 Sekunden. Die erste Frage. Im Heinz-Steyer-Stadion, wo am Freitag die große Pionierrevue stattfand, wurde einmal der 100-Meter-Weltrekord der Frauen mit 10,88 Sekunden aufgestellt. Wer ist die schnellste Frau der Welt? Ist es A. Marita Koch oder B. Marlies Göhr oder C. Renate Stecher? Hier wird überlegt, ihr müsst euch entscheiden. B ist richtig, B ist richtig, bei beiden Mannschaften. Ja, Marlies Göhr stellte zweimal mit 10,88 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Sie ist damit, wie schon gesagt, die schnellste Frau der Welt. Bitte die nächste Frage. Auch die zweite Frage beruft sich auf unsere Leichtathleten, die in der Welt ja einen guten Ruf haben. Sie bereiten sich gegenwärtig auf die Europameisterschaften vor. Wo werden diese Europameisterschaften stattfinden? A. in Helsinki oder B. in Prag oder C. in Athen? C ist richtig, jawohl, Beifall, wiederum beiden einen Punkt. Wir wünschen unseren Leichtathleten in Athen alles Gute, viel Erfolg, toi toi toi, das Daumendrücken vom 7. Pioniertreffen an unsere Leichtathleten. Die dritte Frage, ganz kurz.
Wie lang ist ein Feuerwehrschlauch? A. 15 Meter oder B. 20 Meter oder C. 30 Meter lang? Jetzt muss man hier natürlich vielleicht raten, aber vielleicht habt ihr Glück oder ihr wisst vielleicht sogar gut Bescheid. B. C. C ist nicht richtig. B ist richtig. B ist richtig. 20 Meter. Hast du gewusst oder habt ihr es geraten? Geraten. Sie ist ehrlich, ganz hervorragend, wunderbar. Damit geben wir ab zum Wettkampfgericht. Aber Beifall zunächst erst noch einmal für unsere Sportfreunde der Wissensrunde schnell und hell. Die Wissensrunde endet damit 3-2 für Radebeul. Und das ergibt den neuen Gesamtstand von 13-7 für Radebeul. Dankeschön, Wettkampfgericht. Wir kommen gleich zum nächsten der Rauch, ja, es brennt ja. Moment mal, Alarm, Feuerwehr, Alarm, Alarm. Ich denke, wir wollen die Atze-Feuerwehr aus großen Reihen anfeuern mit Tempo, 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 Tempo. Und ich weiß, sie sind ganz schnell. Die Sportfreunde, die Arbeitsgemeinschaft, junge Brandschutzhelfer aus großen Hain vom Haus der jungen Pioniere, die nun hier versuchen, mit ihrer Kübelspritze ganz schnell hier zu löschen. Aber das wird schwierig werden. Ja, aber jetzt, na? Oh, hier kommt das Wasser. Ja, aus der Kübelspritze heraus. Achtung, da ist vielleicht ein bisschen Aufregung dabei. Aber jetzt Beifall. Jetzt hat es geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ja, ein ganz neuer Mach-mit-Wettbewerb. Schaut einmal. Haben wir nicht ausprobiert? Sehr schön. So, und ich darf auch den Leiter der Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer hier bei mir am Mikrofon begrüßen, Gerd Rode. Ich meine, das ist ja nicht die Aufgabe der jungen Brandschutzhelfer, Brände zu löschen. Welche Aufgaben haben die Arbeitsgemeinschaftsleiter und Mitglieder? Die Mitglieder, vor allen Dingen wollen wir sie vertraut machen mit der Brandschutzordnung und vor allen Dingen, dass sie uns mithelfen, im vorbeugenden Brandschutz tätig zu sein. Ja. Denn täglich oder in diesem Sommerhalbjahr waren bei uns ca. 3000 Pioniere, die die Brandschutz 1 abgelegt haben und somit mithelfen, Brände zu verhüten. Ja. Dankeschön. Erst einmal, der Adi macht ja auch immer Fehler bei der Filmpreisaufgabe. Nun möchte ich einmal wissen, machen auch die Eltern da Fehler in Richtung Brandschutz? Sicher, was? Oh, das merken wir dann immer an unseren Wissenstafeln, an der Auswertung, dass da einige Fragen von den Kindern nach ihrer Meinung nach richtig beantwortet werden, aber von unserer Seite aus nicht. So, ich wünsche alles Gute, keine Brände, das darf man sagen. Beifall, so denke ich, für die Atze-Feuerwehr, die ganz schnell hier erschienen ist und auch ganz schnell hier unseren Mini-Brand gelöscht hat. Schönen Dank, alles Gute. So, und wir haben natürlich rein zufällig schon Wasser aus der Elbe hier auf unsere Wettkampfstrecke transportiert. Wir wollen jetzt natürlich zwei Feuerwehrwettbewerbe starten. Die Kübelspritzen sind ja mitgebracht worden. Alles ist klar. Wir sagen startfrei oder besser Wassermarsch. Und da treten die jungen Brandschutzhelfer beider Mannschaften in Aktion. Zunächst also Wassertransport. Für diesen Teilbereich des Wettbewerbs wird es einen Punkt geben. Da muss man um den Tisch herum und dann muss die Wanne gefüllt werden. Und je besser sie gefüllt wird, je höher dann der Wasserstand, umso mehr Punkte sind zu erreichen. Aber wie gesagt, das ist nur der erste Teil dieses Wettbewerbs. Es folgt dann noch ein zweiter, vielleicht noch interessanterer. Wir wollen mal verfolgen, was Adrian, Mike, André und Carsten für Zittau oder Falk, René, Steffen und Knut für Radebeul schaffen. Schnelligkeit ist die eine Seite, aber wie hoch ist der Wasserstand in der Wanne? Also Schnelligkeit war bei Zittau gut. Mal sehen, was die Wasserstandsmessung ergibt. Mit Feuerwehrtempo ging es über die Ziellinie. 2 Punkte für die Mannschaft aus Zittau. Nun wird noch der Wasserstand vermessen. Wir erwarten noch das Ergebnis. Auch diesen Punkt erhält die Mannschaft aus Zittau. Insgesamt also 3-0 in diesem Wettbewerb. Das ergibt nach dieser Brandschutzübung den neuen Gesamtstand von 13-10. Und als nächsten Wettbewerb folgt der große Büchsenspritzwettbewerb.
Angekündigt hatte ich diesen Wettbewerb schon als zweiten Teil. Also nun mit der Kübelspritze. Und da muss man gegen die Büchsen spritzen, die auf dem Tisch aufgebaut sind. Je mehr der Partner im Hintergrund, das sind also Steffen und Knut für Radebeul hier im Bild und auf der anderen Seite Mario und Mario, zwei Marios bei Zitter. Je mehr er drückt, umso mehr ist die Chance und je zielsicherer der Vordermann spritzt, umso günstiger. Also Zitter hat es geschafft. Sieg und zwei Punkte wiederum für die Mannschaft aus Zittau. Gesamtstand 13 Punkte für Radebeul und 12 Punkte für Zittau. Mut, Kraft und Geschicklichkeit, alles Eigenschaften, die jeder Junge besitzen möchte, die man aber durch fleißiges Üben sich antrainieren kann. Die Genossen unserer Nationalen Volksarmee haben ja hier in Dresden Großartiges geleistet, haben überall beim 7. Pioniertreffen mit angepackt. Wir starten jetzt hier eine Mach-mit-Sturmbahn für unsere beiden Mannschaften. Die Pioniermanöver Hindernisstrecke nach Mach-mit-Art ist aufgebaut. Da gibt es ein Kriechhindernis, dann ein Sprunghindernis, Imitation einer Eskaladierwand, Balancieren und Zielwerfen. Carsten und René, dann folgen Mike und Falk. Insgesamt werden es 6 Teilnehmer sein, die diesen Wettbewerb bestreiten. Schnelligkeit, Geschicklichkeit, hohe Einsatzbereitschaft, das wird alles gefordert. Nicht nur beim Pioniermanöver, sondern auch bereits in dieser einfachen Staffel, die gleichzeitig eine Anregung für euch zum Nachmachen sein soll. Zielfähigkeit und Wurfgenauigkeit am Ende der Strecke. Dafür können Sonderpunkte erreicht werden. Und nun wollen wir uns mal die Staffel genau ansehen, während hier also Uwe über die Strecke geht für die Radebeuler Mannschaft. Ach, das große O und A von den Zuschauern. Sehr, sehr viele Dresdner Gastgeber sind hier mit dabei. Pioniere aus der Gastgeberstadt des 7. Treffens. Und die feuern natürlich ihre Mannschaft an, die wir hier im Bild haben mit Knut. Und ja, da kommt der Beifall für den Treffer. Traditionen gibt es ja beim Pioniermanöver, gute Beziehungen zu den Partnereinheiten der NVA. Wie gesagt, hier also eine Strecke zum Nachmachen. Mach mit Art, eine vereinfachte Stimmung. Der vorletzte Teilnehmer, noch einmal Treffer, noch einmal Beifall. Jetzt Zittau, nicht getroffen. Und der allerletzte steht bereit. Mario und Heiko bestreiten das Ende dieser Staffel. Noch einmal balancieren, noch einmal umrunden. Der letzte Ball am Korb und der letzte Ball für Zittau. Dann geht es zurück und wir warten auf die Wertung. Für den Sieg in diesem Wettbewerb erhält die Mannschaft aus Radebeul 2 Punkte. Es gibt einen Zusatzpunkt für die meisten getroffenen Bälle. Und dieser Zusatzpunkt geht an die Mannschaft von... an beide Mannschaften. Also endet dieser Wettbewerb insgesamt 3:1 für Radebeul. Gesamtstand. Radebeul führt jetzt mit 16 Punkten vor Zittau mit 13 Punkten. Haben Sie nicht noch Altpapier? Was? Eine alte, immer wieder neue Melodie. Sekundärrohstoffe sind gefragt. Ihr wollt ja jetzt diesen Wettbewerb starten, dann nehmt bitte mal meine Zeitung von vorgestern noch entgegen. Und ich weiß, die Pioniere, ihr alle habt euch ja da auch für die Zukunft viel vorgenommen. Pioniere sammeln Rohstoffe für die Republik, die Überschrift für diesen Wettbewerb. Und nun läuft die Aktion Großfahndung nach unserer Art. Mit Schwierigkeiten, mit Hindernissen auf der Strecke. Diesmal sind es Papierpakete. Altpapier muss gesammelt werden. Ein besonderes Transportfahrzeug, Leiterwagen und nun Abgabe an der Sammelstelle. Annette, Agnes und Mario sind zuerst da. Aufstapeln, aussteigen und das Fahrzeug zurückbefördern. Auf der anderen Seite die Radebeuler Mannschaft. Und
Zuerst an der Annahmestelle für die Altrohstoffe war die Mannschaft aus Zittau. Sie erhält dafür 2 Punkte. Gesamtstand dank ihrer schnellen Sammler ist Zittau wieder herangekommen. Radebeul führt mit 16 zu 15 Punkten. Tja, kurze Wettkampfpause noch einmal für unsere beiden Mannschaften aus Zittau und Radebeul. Und besenfrei an dieser Stelle für die Dienstbrigade Maus vom Kindermusical aus Cottbus. Mit dieser Darbietung wollen wir gleichzeitig Dankeschön sagen allen Timor-Helfern. Startfrei! Dankeschön und Riesenapplaus. Ja, der Dienstbrigade Maus. Naja, ich bin auch eine Maus hier. Ein bisschen kurz geraten, was? Naja, aber auch wieder vielleicht zum Vorteil. Ja, wenn ich vielleicht den Besen unten abmache, ja, dann könnten wir vielleicht gleich einen nächsten Wettbewerb starten. Das muss ich unserer Maus ins Ohr flüstern. Bist du bereit auch für den nächsten Wettbewerb? Ja. Gut, ja, dann können wir ihn starten. Achtung, Start frei. Jetzt heißt es, auf geht's zum Ringhockey. Ein altbekanntes Spiel wird nun wieder aufgefrischt hier am Elbeufer. Ringhockey. Beiden Mannschaften kennt ihr ja inzwischen. Gewissermaßen spielen hier also Motor Robur Zittau gegen Planeta Radebeul. Und da muss der Schiedsrichter eingreifen, das erste Mal. Carsten, André, Mario gegen Heiko, Knut und Lutz, die Radebeuler Mannschaft. Und die Wolken, die da hin und wieder aufwirbeln, die stammen nicht etwa von den dampfenden Socken der Teilnehmer, sondern das hängt mit der Sandbahn zusammen, auf der hier gespielt wird, und natürlich auch ein bisschen mit dem Wind, der von der einen Elbseite hier stark herüber weht. Aber der war nicht dran schuld, dass es 0 für Zittau steht. Zittau schoss das erste Tor. Über 2 Minuten Gesamtspielzeit geht dieses Ringhockey. Geschicklichkeit gefragt, mit dem Stock, Stellungsspiel, ein bisschen Gedränge jetzt, die Zittauer sind wieder da. Und da kommen die Radebeuler, aber da war der zweite Mann nicht mitgelaufen. Jetzt schafft das alleine Heiko oder Knut. Jetzt kommen Carsten und André wieder. Wechselhaftes Spiel und dicht vorbeigeschossen. Der neue Ring wird bereits eingeworfen. Die letzten Sekunden in diesem Spiel laufen. Natürlich für euch auch wieder eine Sache zum Nachmachen. Und ich glaube schon, auf dem Hallenparkett in euren Turnhallen, da lässt sich das noch ein bisschen besser machen. Da rutscht der Ring besser, da gleitet er besser. Eins zu null immer noch die Führung. Wir wollen mal sehen, wie es ausgeht. Noch ist nicht abgepfiffen. Eine kleine Regel zur Sicherheit noch, der Stock darf nicht über Hüfthöhe geholt werden, gehalten werden. Und
Beinahe hätte es wieder geklappt. Ein Weitschuss wird probiert, ein Fernschuss. Auf beiden Seiten probiert man es aus. Wenn die Zittauer... 2:0 ja, das für Zittau. Gerade wollte ich sagen, wenn die Zittauer diesen Vorsprung halten können von 1:0, nun sogar erhöht haben auf 2:0, dann ist ihnen der Sieg sicher und natürlich auch die beiden Punkte. Durch zwei Treffer mit dem Ringhockey siegt die Mannschaft aus Zittau und erhält 2 Punkte in diesem Wettbewerb. Gesamtstand, die Hockeyspieler aus Zittau haben jetzt die Führung erobert. Es steht 17:16. Wozu ist die Straße da? Zum Rollschuhlauf natürlich, aber nur, wenn es eine Spielstraße ist, wie diese hier. Wir wollten ja Rollschuhlaufen schon immer einmal in unser Mach-mit-Wettbewerbsprogramm aufnehmen. Ja, aber heute müssen wir es hier so richtig ausnutzen. Zudem Rollschuh-Schnelllauf ja sogar eine Spartakiade-Disziplin ist. Für diese 6 Teilnehmer gibt es ein Ausscheidungsrennen. Es geht also rein um Schnelligkeit und natürlich auch um Kondition, denn für die Letzten muss diese Bahn mehrfach etwa 30 Meter lang absolviert werden. Also der Letzte jeweils scheidet aus. 2. Durchgang, noch 5 sind dabei. Im kommenden Jahr, ja, bei den Endkämpfen der 9. Kinder- und Jugendspartakiade wird diese Disziplin auch mit dabei sein. Nun gehen noch 4 Teilnehmer an den Start. Und? Nein, 5 sind es noch. 3-mal Zittau gegen 2-mal Radebeul. Und? Hier ist erst das Ziel, da wo die Tütchen aufgebaut sind. Jungen und Mädchen gemischt in diesem Wettbewerb. Lutz, Thomas, Carola, Jens, Katrin und Agnes. Wer sind die Schnellsten, die dann am Ende übrig bleiben und die Punkte holen? Unter diesen 3 wird der Sieger ermittelt werden. Wenn der Nächste ausscheidet, danach gibt es Punkte. 2-mal Zittau, 1-mal Radebeul. Letzte Vorbereitungen. Und da geht es los. Guter Start für beide Zittauer. Aber aufgeholt hat Carola von Radebeul. Jetzt geht es um Punkte. Punktverteilung für den Sieger 2, für den Zweiten 1. Wer schafft es? Carola oder Agnes? Carola in Führung für Radebeul. 2 Punkte, Zittau auf Platz 2. Als Erster ging der Teilnehmer aus Radebeul über den Zielstrich. Die Mannschaft erhält dafür 2 Punkte. Als Zweiter kam der Teilnehmer aus Zittau ins Ziel. Die Mannschaft erhält 1 Punkt. Gesamtstand vor der großen Abschlussstaffel steht es 18:18 unentschieden. 18:18, das ist also der Punktestand vor unserem letzten Wettbewerb am heutigen Vormittag. Vor unserer großen Abschlussstaffel. Und bevor wir den Start freigeben für den letzten Wettbewerb, noch einmal eine kleine Verschnaufpause für unsere beiden Mannschaften. Wir erleben ein zweites Mal das Cottbusser Kindermusical, diesmal mit einem Medley aus ihrem Programm Ich hab den bunten Vogel fliegen sehen. Na dann flieg mal los. Befolge seinen Rat. Und
Menschen wohnen unter ihrem Dach. Ihre neuen Lieder pfeifen schon die Spatzen nach. Die große Stadt hat viele neue Straßen und sie wächst immer zu. Ohne Hut und hinaus mit jedem neuen Haus. In der Stadt, in der Stadt. Hat's euch gefallen? Ein klasse Ruf für die Cottbusser mit unserem 7, 8, 9, 10. Da Tanz eine hervorragende sportliche Betätigung ist, ich denke, ein kräftiges Sport. Frei. Damit sagen wir auch in wenigen Sekunden startfrei für unsere große und wie so oft, ich muss es sagen, alles entscheidende Abschlussstaffel. Unentschieden vor der Abschlussstaffel. Der Sieger der Abschlussstaffel erhält 6 Punkte, 3 Punkte der zweite und außerdem, das wisst ihr, gibt es ja Zusatzpunkte für jeden Treffer beim Korbball-Zielwurf. Wir starten unsere große Abschlussstaffel wie immer gemeinsam mit unserem Auf die Plätze, fertig, los! Und da geht es noch einmal über die Strecke, über die Standardstrecke, die uns mehrere Zyklen begleitet hat. Ihr kennt sie ja inzwischen. Die Hindernisse brauche ich euch nicht mehr zu nennen, nicht mehr vorzustellen. Die Mannschaften kennt ihr auch. Radebeul in Führung, Zittau dicht dahinter. Katrin, Sabine, Annette, Jens, Adrian, Carsten, André, Agnes, Mario für Zittau und Dimo, Anja, Uwe, Heike, Thomas, Solveig, Heiko, Jana für die Radebeuler. Zum letzten Mal, auch das möchte ich noch einmal sagen, wird die Staffel in dieser Form vorgeführt. Ab September dann, mit Beginn des neuen Zyklus, eine neue Abschlussstaffel, eine neue Form. 12 Teilnehmer sind angetreten, das gehört zum Standard dieser Abschlussstaffel. Die kritische Stelle ist auch mit dabei bei der Büchsenpyramide. Das haben wir oft erlebt, dass dadurch auch mal eine Staffel entschieden wurde. Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Zielsicherheit natürlich, Wurfgeschicklichkeit, das alles wird gefragt in dieser Staffel. Denn es geht nicht nur um die Punkte 6 und 3, sondern eben auch um die 5 Zusatzpunkte bei den Olympischen Ringen, Treffer im Korb. Und zum Abschluss dieser erlebnisreichen Tage mit vielen, vielen schönen Eindrücken, mit viel Sport und Spiel, die gab es übrigens nicht nur im Sportzentrum, sondern da, wo es sich ergab und anbot, da wurde Sport getrieben in diesen Tagen des 7. Pioniertreffens hier in Dresden. Gestern zum Beispiel, da sah ich 2 Gruppen hier ganz dicht am Elbufer beim Volleyball. Schnell wurden 2 Mannschaften zusammengestellt, 2 Freizeitsportmannschaften wahrscheinlich. Und das gab es sicher in Hülle und Fülle in diesen Tagen.
Während die Mannschaften hier nun um den Sieg, um die Punkte kämpfen und in Aktion sind, ein Dankeschön vielleicht sogar an alle Pionierleiter, an die vielen fleißigen Helfer in diesen Tagen, speziell aber natürlich an die, die uns unterstützt haben, die die Mannschaften unterstützt haben, die ihnen geholfen haben, sich auf diesen Wettbewerb vorzubereiten. Denn beide Mannschaften, Zittau und Radebeul, sind ja zusammengesetzt aus hervorragenden Pionieren ihrer Pionierfreundschaften, die hier delegiert wurden zum 7. Pioniertreffen. Und aus dieser Zahl wurden also die besten Sportler herausgesucht und zwei Mannschaften gebildet, wie das sehr oft in diesen Tagen hier zu sehen war. Und da gilt der Dank besonders Herrn Heinel und Frau Eckert und Frau Litz und Frau Müller, die mit sehr viel Liebe und Sorgfalt die Mannschaften zu diesem schönen Wettbewerb und zu diesem Wettkampf vorbereitet haben. Noch zwei Teilnehmer. Der vorletzte, Bodo, für die Mannschaft aus Radebeul. Hier haben wir ihn im Bild. Und kein Treffer. 3:3 die Zusatzpunkte. Und was schafft Agnes? Es bleibt beim 3:3. Bodo wechselt noch einmal an Gabi, diese hervorragende Sportlerin in dieser Mannschaft der ausgezeichneten Pioniere. Sie war Spartakiade-Siegerin schon und vertritt nun hier in dieser Mannschaft die Schulen von Radebeul, die Pionierfreundschaften ihres Kreises. Mit Vorsprung, aber dicht auf, kommt auch Mario von Zittau. Beiden Mannschaften Dank, allen, die da mitgeholfen haben. Noch einmal flammt der Beifall auf für beide Mannschaften. Auch Zittau ist im Ziel. Na, war das eine Abschlussstaffel? Beifall noch einmal beiden Mannschaften, die hier hervorragend gekämpft haben. Ja, meine lieben Freunde, die schönen und erlebnisreichen Tage des 7. Pioniertreffens gehen langsam, aber sicher zu Ende. Ja, mit vielen schönen Erlebnissen, mit guten Ideen. Und dem richtigen Schwung fahren ja alle Teilnehmer nach Hause, denn jetzt geht es erst richtig ran. Ob im Sommer, ob im Winter, gleich zu welcher Jahreszeit. Ob bei Regen oder Sonne, immer rufen wir sportfrei. Hea, 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 jetzt geht's ran. Jetzt sind wir erst richtig fit. Hea, 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 sieh mal an. An 100 Meter, andere spielen Volleyball. Jeder hat so seine Strecke, doch er sagt in jedem Fall: Hey, ja, hey, ja, hey, ja, jetzt geht's ran. Jetzt sind wir erst richtig fit. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, sieh mal an. Fängt eine neue Runde an, dann machen alle mit. Weiter, das ist keine Frage, ist so manches Lied dabei. Sport und Singen alle Tage, ganz egal, wo es auch sei. Hey ja, hey ja, hey ja, jetzt geht's ran. Jetzt sind wir erst richtig fit. Hey ja, hey ja, hey ja, seht mal an. Fängt eine neue Runde an, dann machen alle mit. Ja, danke schön. Und hier hat man noch einmal hervorragend mitgemacht. Hat mitgesungen, hat die Tücher geschwenkt. Dankeschön, Tina. Wir rufen jetzt unser Wettkampfgericht und bitten um das Ergebnis der Abschlussstaffel und dann das Abschlussergebnis, bitte. Für den Sieg in der Abschlussstaffel erhält die Mannschaft aus Radebeul 6 Punkte. Weitere 3 Punkte gibt es als Zusatzpunkte für Treffer mit dem Ball in den Olympischen Ring. Insgesamt für Radebeul also 9 Punkte. Für den zweiten Platz erhält die Mannschaft aus Zittau 3 Punkte.
Ebenfalls 3 Zusatzpunkte gibt es für diese Mannschaft für Treffer mit dem Ball. Insgesamt also 6 für Zittau. Das Ergebnis der Abschlussstaffel lautet 9:6 für Radebeul. Und damit steht das Ergebnis dieser Sendung. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Anlässlich des 7. Pioniertreffens in Dresden fest. Sieger wurden die jungen Pioniere aus Radebeul mit 27:24 Punkten. Wir kommen zur Siegerehrung. Glückwunsch und Beifall, nicht nur dem Sieger, Glückwunsch und Beifall auch dem Zweitplatzierten. Hervorragend mitgemacht, unser Klasseruf, jawohl, noch einmal für beide Mannschaften mit unserem 7, 8, 9, 10. Das war's, meine lieben kleinen und großen Sportfreunde. Das war Mach mit, mach's nach, mach's besser vom 7. Pioniertreffen in Dresden. Ja, wir wünschen allen und Mädchen aus Dresden eine gute Heimkehr und natürlich für den Schulanfang Anfang September. Toi, 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 und das wünschen wir euch zu Hause natürlich auch. Wir sehen uns wieder am 19. September und dann heißt es wieder Mach mit, mach's nach, mach's besser!